Willkommen zurück beim Kfz-Werkstatt-Simulator 2014. Hier ist wieder Fabi. Und wir haben jetzt hier den letzten Mörderauftrag vor uns. Nämlich repariere dieses Teil, das praktisch nichts mehr hat. Da ist auch kein Öl drin. Ölfilter ist auch keiner drin. Ich würde sagen, wir gehen systematisch vor. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal den Motor wieder zusammen. Und dann machen wir uns an den kompletten Rest. Wir müssen wirklich ein komplettes Auto bauen. Das wird jetzt zum Abschluss nochmal eine Hammerfolge hier. Die ganz schön lange dauern wird, möchte ich behaupten. Also was braucht man denn so alles? Wir brauchen einen Anlasser. Wir brauchen diesen Abgaskrümmer hier. Wir brauchen eine Batterie. Was brauchen wir denn noch alles da vorne rein? Keilriemen V6. Wir brauchen eine Lichtmaschine. Wir brauchen die Kupplungsteile. Wir brauchen das Ansaugrohr. Wir brauchen den Luftfilter. Luftmassenmesser. Wir brauchen einen Ölfilter. Wir brauchen den Riemenspanner. Wir brauchen die Schlupfscheibe. Wir brauchen die Servolenkungsstange. Also wie gesagt, ich mache jetzt erstmal nur den Motor. So, davon brauchen wir 6. Wie viel Geld haben wir denn noch? 75.000, das müsste eigentlich reichen. So, gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier im Motor kommen. Also, wir haben den Luftfilter. Können wir hier schon mal wieder zumachen. So, dann haben wir den besorgt. Passt. Und wir haben den besorgt. Dann sind wir hier schon mal fertig in der Luftansaugung. Wir haben eine Batterie besorgt. Wir haben... Was macht denn der jedes Mal? Wir haben einen Ölfilter besorgt. Wir können gleich mal Öl einfüllen, weil das vergesse ich sonst am Ende gleich wieder. Gucken wir mal nach hier. Perfekt. So, was haben wir denn noch alles besorgt? Wir haben zum Beispiel hier einen Abgaskrümmer besorgt für das Teil. Ach, ich habe das Getriebe vergessen, fällt mir gerade ein. Könnte echt lustig werden hier. Wir müssen ein ganzes Auto bauen. Wenn ich gewusst hätte, dass so ein Auftrag mal noch kommt, hätte ich das in der einen früheren Folge da nicht gemacht, als ich da schon mal das ganze Auto neu gebaut habe, weil ich nicht gewusst hatte, warum der Auftrag nicht ging. So, ich würde sagen, wir platzieren hier die Zündvorrichtungen. Und die Zündkerzen rein hier.
kommen hier die Zündkabel drauf. So, das ist jetzt natürlich ewig viel. Wir haben die Lichtmaschine richtig besorgt, auch gut. Habe ich eine Wasserpumpe besorgt? Ja. Das geht ja. So. Im Motor sind wir fast schon fertig. Hier unten können wir leider nichts machen. So, jetzt fehlt uns das Getriebe mit den... Welches ist denn das hier? Das ist dieses Allradgetriebe, glaube ich. Also gucken wir mal, wir gehen mal nach hoch, nach oben, nach hoch, ja, nach oben zu G, wie Getriebe. Getriebe. Getriebe, Getriebe, ja, Getriebe Offroad. Hintere Antriebswelle Offroad. Spurstange, das braucht man alles später noch. Vordere Antriebswelle, Vorderachse. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was man da alles noch braucht. Das ist schon nicht normal. Wir müssen, glaube ich, noch ein paar Mal zum Computer laufen. Das wird nicht drumherum gehen. Ich kann mir das nicht alles merken, was ich da alles brauche dafür. Kann ich von hier nicht platzieren? Kann ich von hier auch nicht platzieren? Also müssten wir jetzt im Motorraum eigentlich fertig sein. Ich habe alles platziert, was da reingehört. Hoffe ich mal. Bis auf den Anlasser. So. Mehr kann hier eigentlich nicht mehr reingehören, sonst wird das mir anzeigen. Dann gucken wir es uns mal von unten an, den ganzen Spaß. Also, ich habe, glaube ich, schon hier die Servolenkung gekauft. Ich habe auch schon den hier gekauft. Und ich habe schon das hier gekauft. So, jetzt könnte hier die Hinterachse schon angebaut werden. Die habe ich aber noch nicht. Ich habe aber schon die Vorderachse. Komm, geh vor wieder. Die habe ich schon mal besorgt. Die können wir festschrauben. So, dann brauchen wir die Spurstangen, die Endköpfe dafür, die Stabilisatoren links und rechts, zwei Stoßdämpfer und zwei Federn. Spurstange, zweimal. Zweimal, einmal, einmal. Zweimal braucht man den hier. Die braucht man zweimal. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Was wir da unten drin noch brauchen? Nee.
Dann können wir schon mal überlegen. Nämlich sowas hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Die hier viermal. Na. Die hier viermal. Dann können wir gleich viermal noch die Räder besorgen. So, jetzt gucken wir mal. Der passt. Der passt. Dann können wir hier die Federn einschieben. Und die Stabilisatoren. Gut, sieht schon mal ganz brauchbar aus. Es wird langsam. So, Bremssattel drauf. Und die Spurstange rein. Gut, wären wir hier auch soweit fertig, können wir das Rad draufschrauben. Ich frage mich aber, wer sich ein Chassis ohne alles kauft und dann zu einer Werkstatt geht und sagt, bau mir da bitte alle Teile ein, die fehlen. Das ist irgendwie hohl. Das ist extremst hohl. Weil das wahrscheinlich teurer ist, als das Ding neu zu kaufen. Na komm. Bremsbelag drauf, Bremssattel drauf. Wir setzen das Rad noch drauf. So. Gut. Was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Ich würde sagen, da wir vorne soweit durch sind, kaufen wir uns jetzt mal die Teile für den Auspuff zusammen. Sind das irgendwie spezielle? Okay, wir kaufen uns doch erstmal die Hinterachse zusammen. Wir brauchen eine Hinterachse, da brauchen wir wieder Stoßdämpfer, Federn und zwei Gummimuffen. Also Hinterachse. Stoßdämpfer. Ich weiß jetzt, sind das jetzt Offroad oder hinten? Wir nehmen mal die Offroad, ist ja egal. Es ist unser letzter Auftrag. Wir müssen also nicht mehr so sehr aufs Geld achten. Wir brauchen eine Hinterachse. Wir brauchen zwei davon. Da, 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 da. Was ist denn jetzt hier? Wir brauchen die hier natürlich auch noch. Die Federn für hinten brauchen wir. Wir kaufen einfach mal alle Teile, die hier V6 heißen. Und den Endschalldämpfer für Offroad. Und wundern uns dann hinterher, was uns alles noch fehlt. Ist doch eine gute Strategie. Also das hat gepasst.
Der passt auch. Das passt auch. Es kommt hier nochmal ein Rohr. Ach nee, das ist schon der Innenschalldämpfer. Das ist gut. Weil ich glaube, ich muss erst die Achse einsetzen. Oder auch nicht. Dann halt auch nicht. Und dann machen wir wirklich bald Urlaub, so wie es im Auftrag stand. Urlaub vom Car Mechanic Simulator. So, den hier rein. Rein damit. Rein damit. Benzinpumpe rein. Komm, schraub die fest. Wir kommen aber, glaube ich, gerade relativ gut durch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die hinteren Bremsen zusammenbauen. Dann könnte er ein vollständiges Fahrzeug haben. Stelle ich jetzt mal die tollkühne Behauptung auf. Na komm. So. Und hier noch. Bremsscheibe, Bremsbeläge. Dann hier die den Bremssattel drauf und das Rad. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns jetzt des Lebens freuen können oder... Ja, wir haben es geschafft! Das müsste es jetzt gewesen sein. Mal gucken, was jetzt als nächstes passiert, wenn wir diesen Auftrag abgeben. Ob es dann auch wieder irgendwas gibt, oder? Okay, er wirft uns wieder ins Menü. Das heißt, wir gucken nochmal kurz. Also wir haben jetzt im Car Mechanic Simulator die Hauptkarriere durch mit den 76 Aufträgen und wir haben das 4x4 Add-on durch. Hier gibt es irgendwie noch ein Viertelmeile Add-on. Aber das ist wahrscheinlich kostenpflichtig, sonst hätte er es ja wahrscheinlich schon mal runtergeladen. Obwohl, hier stand noch mal Turbo Add-on, glaube ich. Naja, macht nichts. Also endlos werden wir nicht spielen, weil das sind im Endeffekt die gleichen Aufträge wie in der Karriere, bloß dass man halt endlos spielen kann. Ich hoffe, euch hat das Projekt Kfz-Werkstatt Simulator 2014 gefallen. Ja. Das werde ich jetzt, wie gesagt, hier mit einstellen. Da mir halt einfach die Zeit fehlt, so viele Projekte gleichzeitig laufen zu lassen. Und wie gesagt, es laufen viele Projekte. Ich würde mich freuen, wenn ihr in einem weiteren Projekt bei mir auf dem Kanal vorbeischaut. Und vielleicht, wenn ihr es auch noch nicht getan habt und euch getan habt und euch mein Kanal gefällt, lasst ihr vielleicht auch mal ein Abo da. Also, wie gesagt, ciao, bis zu einem anderen Mal in einem anderen Projekt, sagt Fabi.